was ich heute mal ausprobiere, ist dieses Kochen und Feuer machen mit dem Hobokocher. Aus einem Grund, hier im Wald ist der Boden ziemlich weich und ich traue mich da nicht ein Feuer anzuzünden. Deshalb bin ich hier etwas raus auf den Holzrückeweg und hier ist der Untergrund so, dass es ohne Probleme und mit Sicherheit funktioniert. Okay, dann werden wir uns mal einen Tee aufsetzen. Der Kocher funktioniert sensationell, erstaunlich gut. Mit ganz wenig Holz hat man ein super Feuer. Und jetzt werden wir mal sehen, ob man da auch Wasser zum Kochen bringt, was ich eigentlich für kein Problem halte. So, der Tee kocht und was sind die zwei häufigsten Verletzungen von uns Bushcraftern? Verbrannte Finger und, wenn man das Messer nicht zurücksteckt, Schnittverletzungen. Also, meine Empfehlung, packt euch immer ein paar Handschuhe ein, hier das Teewasser kocht und den werden wir jetzt auch genießen und damit verbrennen uns auch nicht die Finger. Hinweis zum Hobokocher. Leider hat mir die Verpackung nicht gefallen. Da ist nur so ein ganz dünnes Leinsäckchen dabei. Da habe ich mir hier bei ASMC, so einem Bundeswehrausrüster hier, dieses Bundeswehr-Nylon-Tasche bestellt mit Klettverschluss. Da passt das Ding genau wie maßgeschneidert rein. Und ist super verpackt, also von mir als Tipp kann ich euch nur empfehlen. So, mittlerweile ist es hier auch dunkel geworden und auch recht frisch, 9 Grad. Dieser kleine Ofen, der bekommt von mir eine Note 1, Holzverbrauch minimal. Perfekte Wärmeabstrahlung, kaum Asche und kein Glutflug, nichts. Perfekt, mit dem lässt sich's aushalten. So. Wie man sehen kann, mehrere Stunden mit geheizt, alles fast restlos zu Asche verbrannt, also wenig Rückstände, selbst hier drunter tipptopp sauber. Ja, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, der Hobokocher ist verpackt, das Format ist ja wirklich minimal. Hier nochmal die Tasche und ihr seht, auf den Millimeter passt das Ding da rein. Lässt sich da super verpacken und auch der Klettverschluss geht zu, sodass er da echt die verpackten